Was empfehlen wir jedem Einsteiger für die Geldanlage? Einen Sparplan auf den MSCI World Index oder, wenn man breiter streuen möchte, auf den MSCI All Country World Index. Das Ganze basiert eigentlich auf einer Idee von Gerd Kommer, Erfinder des Weltportfolios und der ETF-Papst in Deutschland. Und eben dieser Gerd Kommer hat jetzt seinen eigenen ETF aufgelegt. Was steckt dahinter? Lohnt sich das? Das wollen wir uns doch mal anschauen. Zunächst mal Gerd Kommer, kennt ihr, glaube ich, alle. Hier ist er in einem Bartalk mit meinem Kollegen Clemens. Ja, von René Verendite haben wir ab und zu Bartalks mit Live-Gästen. Das war Ende Mai. Da hat Gerd Kommer Rede und Antwort gestanden. Jetzt wollen wir wissen, was taugt der ETF von Gerd Kommer? Zunächst mal, so sieht er aus. Ja, gibt ein schönes Logo dazu und es gibt in den zwei Varianten, thesaurierend und ausschüttend. Heißt, beim Thesaurierenden werden die Gewinne vereinnahmt und sofort wieder angelegt. Beim Ausschüttenden werden eben Dividenden ausgeschüttet. Und dann müsst ihr sie wieder anlegen. Soweit, so gut. Um das Ganze zu verstehen, muss man den Weltportfolio-Ansatz von Gerd Kommer einmal kurz erklären. Das Weltportfolio in der ursprünglichen Form, das heutige Weltportfolio 1, basiert einfach auf nur zwei Entscheidungen. Erstens, wie viel Risiko könnt ihr nehmen? Also wie hoch ist euer Anteil von Aktien zu Anleihen? Das könnt ihr mit 80, 20, 70, 30 bis runter, also den Aktienanteil immer weiter runterfahren. Der risikolose Anteil wird in einen Staatsanleihen-ETF investiert und der risikoaffine Anteil in Aktien. Und in der einfachsten Form in einen MSCI All Country World Index, ETF. Da gibt es einige von. So, dann hat Kommer das selber ergänzt. Im Weltportfolio 2 kann man den Aktienanteil noch erweitern um Rohstoffe, um globale Immobilienaktien oder Gold. Also noch breitere Streuung. Idee ist immer eine extrem breite Streuung. Und im Portfolio 3 hat er sich dann überlegt, okay, im MSCI World Index ist der US-Anteil massiv übergewichtet, also mehr als 60% der Aktien im MSCI World Index sind US-Aktien, Apple, Microsoft und so weiter. Wie kann man das reduzieren? Und deshalb hat er in seinem Weltportfolio 3 einzelne ETFs für einzelne Regionen genommen und auch Small Caps. Also nicht nur die großen, die Big Caps, die, wo vor allen Dingen auch die Tech-Aktien drin sind, aber eben die größten Konzerne der Welt, sondern auch Small Caps. Seht ihr hier, man kann das zum Beispiel auf diese 5 Indizes verteilen, jeweils 20%. Das ist die Grundidee von Gerd Kommer. Alles sehr einfach, alles sehr transparent, für jeden Anleger nachbaubar. So, und jetzt gibt es den Gerd Kommer ETF. Und der, seht ihr hier schon gleich, enthält viel mehr Kriterien. Und das Thema Einfachheit ist so eine Sache. Und das mit der Transparenz werden wir uns gleich anschauen. Ziel ist es auf jeden Fall laut Kommer, 1 bis 1,5 Prozentpunkte mehr Rendite zu machen als der MSCI World Index, hat er in Interviews gesagt. Wir werden uns anschauen, ob das funktionieren kann. Also, es sind folgende Kriterien. Es soll eine Ein-ETF-Lösung sein. Also die Idee ist schon, man braucht sich das Weltportfolio nicht selber zusammenstellen, wenn man diesen ETF hat. Es gibt eine Ländergewichtung nach BIP, erkläre ich gleich. Es gibt ein sogenanntes Multifaktor-Investing, verschiedene Faktoren, die dann nochmal Aktien rausfiltern. Es gibt einen All-Cap und einen All-Market-Ansatz. Es gibt eine Ultra-Diversifikation, also maximale Breite. Und es ist ein echter ETF. Replizierend heißt das so schön. Also sind wirklich die Aktien drin, die in dem Index sind, den der ETF abbildet. Es gibt ja auch ETFs, die diese Aktien, also die nur ihre Kursentwicklung swappen und nicht alle Aktien enthalten, die eigentlich in dem Index drin sein sollen. Es gibt einen Loser-Screen, es werden auch Loser-Aktien rausgefiltert, es gibt einen ökologischen Filter und alle 3 Monate ein Rebalancing, das heißt, dann werden die Kriterien alle wieder angepasst. So, das ist eine Menge Holz und das ist relativ kompliziert, wie wir gleich sehen werden. Fangen wir mal mit der Ein-ETF-Lösung an. Der ETF basiert auf einem Index. Jeder ETF muss auf einem Index basieren, auch hier gibt es einen. Und zwar gab es einen Solactive GBS Global Markets Investable Universe, also von der Firma Solactive, zusammen mit Legal & General entwickelt. Und der ist jetzt anhand der Kommer-Kriterien verdichtet worden auf den Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR. Das ist der Index, den das Ganze zugrunde liegt. An diesem richtet sich der ETF aus. Es ist, wie man schon sieht, ein speziell für Kommer entwickelter Index. Es ist also nicht ein gängiger Index, den es schon gab, sondern er hat einen Index bauen lassen sozusagen. Ziel ist die breitestmögliche Streuung oder die bestmögliche Streuung.
Jetzt hat SolActive die Performance von diesem Index rückwärts gerechnet, denn den gibt es noch nicht so lange. So hätte der laut SolActive ausgesehen, wenn er schon vor 2018 am Markt gewesen wäre, also die letzten 5 Jahre rückwärts. Stand 26.06., 5 Jahre rückwärts. Man sieht, dass der Index auch hier den Kursaufschwung ab Mitte 2020 mitgemacht hätte. Sieht alles erstmal ganz gut aus. Zur Performance kommen wir gleich noch. Hier sieht man das zum Beispiel. Das wäre laut SolActive-Berechnung die Performance gewesen. Ist jetzt ein bisschen schwierig nachvollziehbar. 30 Tage rückwärts, 90 Tage, 180 Tage für dieses Jahr. Entscheidend ist mal hier ein Jahr zurück, also 360 Tage. Da hätte dieser Index 11,5% Rendite gemacht. Zum Vergleich, ich habe mal geschaut, der MSCI World Index hat auch von heute genau ein Jahr zurückgerechnet, also vom 26. Juni, 10,5% gemacht, also etwas weniger, wäre Komma besser gewesen. Hätte er sein Ziel erreicht, ungefähr mit diesem 1%. Man sieht aber auch, der maximale Drawdown, also so ganz vor Verlusten, schützt dieser Index auch nicht. Also er geht natürlich genauso auch mal runter. Es ist ein Aktienindex, der ist volatil. Und wir werden gleich noch sehen, warum der meiner Meinung nach vielleicht sogar volatiler ist als einige der großen Indizes. Zunächst mal gibt es die BIP-Gewichtung. Ein normaler Aktienindex wird meistens nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen sortiert, die darin sind. Das führt dazu, dass eben Unternehmen wie Apple, Microsoft, Meta auch im MSCI World massiv stark gewichtet sind. Also Apple und Microsoft zusammen 10% ungefähr mittlerweile vom MSCI World. Und die 10 größten Aktien machen also über 20% da aus. Und dann kommt der ganze Rest. So. Hier ist also die Idee, nur zu 50% geht die Marktkapitalisierung ein und stattdessen zu weiteren 50% des BIP des Heimatlandes, sodass also große Länder wie Deutschland, Japan, Frankreich stärker repräsentiert sind, als sie im MSCI World Index drin wären und auch im MSCI World All Countries Index. Das ist eine Idee dabei. Man will dieses Klumpenrisiko der US-Aktien reduzieren. Das haben wir eben bei den Weltportfolien gesehen. Das treibt Gerd Kommer um. Wie sieht das aus? Aktuell wäre es so, dass wir hier trotzdem noch 47% USA haben, aber eben nicht 62 oder 65, je nach Berechnung. 12,8% Europa und dann kommt Japan. Also hier nach Währungen gerechnet in der Eurozone. Rechts sieht man die Einzelländer. Ich hätte mir ein bisschen mehr Aufschlüsselung noch gewünscht. Also man sieht da eben die USA 43%, Japan 5,8%, Großbritannien 3,9%, Deutschland 3,6%. Spannend wird es eigentlich hinten raus, denn er hat ja durch diesen Ansatz, sagt Kommer, wird er insgesamt in 50 Länder investieren können. Dann kommt der sehr komplizierte Teil, das Multifactor-Investing. Denn Gerd Kommer versucht, eine Überrendite zu erzielen. Und da sind wir auch an dem Punkt, ist das eigentlich ein ETF oder ist das eigentlich ein gemanagter Fonds? Es wird alles automatisiert gemacht, aber es ist ein riesiger Aufwand dahinter. Denn hier werden Faktorprämien berücksichtigt. Es geht um die Größe des Unternehmens, Marktkapitalisierung. Kommer will ja ganz viele Small Caps auch drin haben und nicht nur die großen. Er sagt, bei den Small Caps gibt es statistisch gesehen eine Überrendite in Summe, nicht bei Einzelnen. Einzeln sind Small Caps ziemlich gefährlich manchmal. Wenn ihr auf einen kleinen Small Cap setzt und der macht die Grätsche, dann war's das. Ja. Value, also da will er so Dinge wie Gewinnwachstum, er will aber auch sowas wie den Buchwert, wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis berücksichtigen. Also nicht nur das KGV, auch das KBV. Er will die Qualität berücksichtigen, also die Profitabilität, Umsatzrenditen. Da muss man schon relativ tief in die Bilanzen reingehen der Unternehmen. Das ist nichts, was jetzt so ohne weiteres einfach so abrufbar ist. Genauso wie bei Investment der Bereich Bilanzsummenwachstum stellt sich auch für mich die Frage, die Bilanzsumme kann aus verschiedenen Gründen wachsen. Nicht nur, weil das Unternehmen investiert, kann ja auch durch Zukäufe wachsen. Wie filtert Komma das raus, ist nicht so klar. Und das Momentum. Also die jüngste Performance der Aktien, zum Beispiel über die letzten 3 Monate, soll berücksichtigt werden. Aktien, die ein hohes Momentum haben, haben laut Komma in der nahegelegenen Zukunft auch überdurchschnittliche Renditen im nächsten Monat oder im übernächsten Monat. Die will er speziell rausfiltern. Ja, das versucht jeder Fondsmanager eigentlich auch. Und da stelle ich mir schon die Frage, ist das wirklich noch ein ETF? Ja, Ziel ist eben eine Überrendite gegenüber einem marktneutralen ETF. Aber eben unheimlich aufwendig. Dann der All-Cap-Ansatz, Small-Caps, das große Thema. Wie kriegen wir denn die Small-Caps da rein? Komma macht das so,
indem er das Gewicht jeder Aktie auf 1% maximal beschränkt. Heißt, Apple geht hier eben nicht mit 4-5% ein, sondern mit einem. Meta geht mit 1% ein und so weiter. Dadurch ist Platz für Small-Cap-Aktien aus den jeweiligen Ländern, die Komma vorher mit seinem BIP-Ansatz rausfiltert. Ziel wiederum, den großen Anteil der Big Caps, vor allem der amerikanischen Big Caps, zu beschränken, denn Komma will möglichst breit streuen. Kann man diskutieren, weil in den letzten Jahren war es nicht so schlecht, die Big Caps zu haben, die hatten nämlich die höchsten Kursgewinne. So sieht das aus, das sind im Moment die Top-10-Positionen, Stand 26.06. Und ich habe gesagt, das ist alles auf 1% begrenzt, warum ist denn jetzt hier Meta plötzlich drüber? Das liegt daran, letzte Anpassung auf 1%, seitdem ist eben die Meta-Aktie und auch die Microsoft-Aktie sind halt überdurchschnittlich stark zugelegt. Dadurch hat sich das Gewicht verschoben. Deshalb gibt es ein Rebalancing alle 3 Monate, dann werden die wieder gekappt auf 1%. Aber es können eben Aktien zwischendurch auch mal weglaufen. Man sieht aber sehr schnell, dass zum Beispiel Apple hier nur knapp über 1% ist. Dann kommt Exxon sogar schon unter 1% Gewichtung und so geht es runter. Also Nvidia ist hier zum Beispiel auch weit weniger als 1% drin. Und unten dann Nummer 10, Samsung Electronics zum Beispiel. Spannend für mich wäre noch gewesen, wie das eigentlich in den ganz kleinen Ländern aussieht. Das werden wir Gerhard Kommer dann mal fragen, wenn wir ihn wieder zum Interview haben. Der All-Market-Ansatz, von dem ich eben schon erzählt habe, geht nämlich darum, bis zu 50 Länder will er investieren. Eben der MSCI World enthält 23 Industriestaaten. Der MSCI All-Country World enthält die 23 Industrieländer, das ist leider ein Tippfehler hier, plus 24 Schwellenländer, also 47. Bleiben noch 3, in die Komma investiert, in die ich bisher nicht investieren kann. Er sagt leider bisher nicht welche. Und dann haben wir die Ultradiversifikation. Das treibt ihn also komplett um. Ne? Also wir haben im MSCI World Index so um die 1500 Unternehmen. Wir haben im MSCI All Countries World Index so um die 2900 Unternehmen. Komma möchte langfristig in bis zu 5000 Unternehmen investieren können. Aktuell enthält der ETF 2000 Einzelaktien. Liegt daran, dass das Volumen noch relativ klein ist. Ziel ist also, mit wachsendem Volumen des ETFs mehr Aktien aufzunehmen. Maximal mögliche Streuung. Ja, und er ist eben replizierend. Also jede Aktie soll auch wirklich gekauft werden. Komma sagt ganz klar, es ist kein Dachfonds. Zum Beispiel der Global Portfolio One von Andreas Beck ist mehr oder weniger ein Dach-ETF. Und auch der konventionelle Arero-Fonds ist ein, ja, in gewisser Weise ein Dachfonds. Also es ist quasi, da ist nicht jede Aktie echt drin. Das will Komma anders machen. Und er hat diesen Loser-Screen. Und da wird es so ein bisschen, ja, also Verliereraktien sollen ausgeschlossen werden. Komma sagt, er schließt Aktien aus, die vor kurzem erst ein IPO hatten, denn da ist das Rückschlagpotenzial größer als das Gewinnpotenzial. Er will Aktien mit einer stark überhöhten Wertpapier-Leihquote, also die besonders stark verliehen wurden, vulgo wahrscheinlich geschortet werden, ja, ausschließen. Kann man machen, ist aber ein echt aktiver Ansatz, finde ich irgendwie. Also klar kann man diese Werte abrufen, aber da ist so viel Analyse jetzt dahinter. Und die IPO-Aktien sind bisher meistens auch nicht in den großen Indizes drin gewesen, denn es dauert eine Weile, bis die dort aufgenommen werden. Insofern weiß ich nicht so richtig, ob dieses Kriterium wirklich die Renditeerwartung so stark steigern kann. Und dann hat Komma etwas, und das hat uns alle total überrascht, den ökologischen Filter. Gerd Komma hat eigentlich immer gesagt, er findet diese ESG-Kriterien als Investor nicht sinnvoll, weil sie ihm Rendite nehmen. Auch Andreas Beck sagt das. Das ist eigentlich ein beschneidender Faktor, weil ich habe ja dann mein Universum eingeschränkt. Jetzt plötzlich kommt ein ökologischer Faktor in seinem ETF, der basiert auf den CO2-Emissionen und es werden immer die 3% Unternehmen aus den 11 Hauptbranchen, die in diesem Index sind, rausgenommen und zwar 3%, die höchsten CO2-Emissionen in ihrer Branche haben. Ja, das ist ein ESG-Kriterium. Warum, Herr Kommer? Genauso ist jetzt die Frage, hier werden auch noch Unternehmen, die gegen das UN-Regelwerk verstoßen, rausgenommen. Kann ich verstehen, finde ich persönlich auch gut, ist aber ein ESG-Kriterium. Es werden Rüstungsaktien rausgenommen, wobei die Formulierung lautet kontroverse Waffen. Was ist kontrovers? Ist eine Patriot-Rakete, die ja der Abwehr dient, keine Rüstung mehr dann. Und Kohleförderer sind auch ausgenommen, aber soweit ich das lesen kann, Ölförderer nicht.
Ist es konsistent? Kann man diskutieren. Bleiben wir bei den Kosten. Und das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium. Das Weltportfolio basiert ja auf der Idee, so günstig wie möglich zu investieren. Günstige ETFs, entweder nur ein oder nur ein paar nehmen, geringe Kostenquote. Der ETF von Gerd Kommer kostet aber jetzt 0,5% per annum, ist im Vergleich mit gemanagten Fonds wenig, ist aber für einen ETF relativ viel. Ihr kriegt schon einen MSCI World ETF von iShares zum Beispiel mit einer Total Expense Ratio pro Jahr von 0,2%. Kommer sagt, sein ETF ist im branchenüblichen Bereich für integrierte Multifaktor-Aktien-ETFs. Ja, aber es ist halt ein Spezialding und diese 0,3% Renditeabstand jetzt in meinem Beispiel muss der ETF erstmal verdienen. Wir haben gesehen, er hätte das im letzten Jahr wohl getan. Man muss wirklich abwarten, wie das langfristig funktioniert. Widerspricht auf jeden Fall eigentlich dem Mantra, das Gerd Kommer seit Jahren uns erzählt. Was ich gut finde, ist das Rebalancing. Alle 3 Monate wird angepasst. Denn wenn ich schon so harte Kriterien habe, dann muss ich auch durchziehen. Und Kommer sagt, also jedes Quartal wird angepasst. Ja, vor allem diese 1% Gewichtung halte ich für sehr elementar. Es sollen aber auch sämtliche andere Kriterien, die ich euch gerade gezeigt habe, überprüft werden. Und dann wird der Index entsprechend ausgetauscht. Ja, muss man alles machen. Die Frage wird auch sein, was das an Kosten verursacht. Also ich meine, der muss ja hin und her traden dann, diese ganzen Aktien, wenn er dann wirklich mal 5.000 hat und muss dann irgendwie 800 jedes Quartal austauschen oder womöglich 1.000. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das wirklich laufen wird. An anderer Stelle erfährt man auch, dass der ETF teilweise quasi in Stichprobengruppen investiert. Das soll übersetzt heißen, wenn eine Aktie jetzt mit 0,00001% drin sein müsste, dann kann man eventuell auch mal auf die verzichten und muss sie nicht kaufen, weil das eigentlich die Performance des ETFs nicht verzerrt, wenn die dann doch nicht drin ist. Also das werden wir sehr gut beobachten müssen. Fazit, der Gerd Kommer ETF hat ein paar Vorteile. Es ist ein interessanter neuer Ansatz für einen ETF. Ich meine, diese ganzen Kriterien habe ich so noch selten gesehen. Er bietet eine größere Vermögensstreuung als die großen Weltindizes, habe ich ein paar Mal erzählt, mehr als der MSCI World, mehr als der MSCI All Country World sogar, in seiner Endausbaustufe. Aktuell mit den 2000 Unternehmen liegt er so auf dem Level mit denen, aber wenn es wirklich mal 5000 sind, also viel breiter streuen, könnt ihr als Privatanleger mit dem ETF eher nicht. Und er nimmt den Anlegern eben den Nachbau dieser Gerd Kommer Weltportfolien ab. Also gerade wer die erweiterten Versionen nachbauen will, muss sich doch ziemlich viel damit beschäftigen. Das müsste er hier nicht. Es gibt allerdings auch schon seit ein paar Jahren einen Robo-Advisor von Gerd Kommer, der das auch nachbaut. Dessen Performance ist so ein bisschen mittel. Hier ist es so, wir haben gesehen, dass der ETF womöglich wirklich das Potenzial hat, ein bisschen mehr zu bringen. Aber der Schwellenländeranteil, der durch diese BIP-Gewichtung kommt, der ist ein gewisses Risiko. Gerd Kommer sagt nämlich, 20% Schwellenländer sollen da drin sein. Das ist ein hoher Wert und das würde ich noch auf der Minusseite verbuchen wollen. Denn die Schwellenländer machen diesen ganzen ETF dann volatil. Denn wir wissen, dass Schwellenländeraktien viel, viel stärker schwanken als die Big Caps und auch als die Industriestaatenaktien. Ob damit so dem Kleinanleger gedient ist, der seinen ersten Vermögensaufbau macht und eigentlich ein ruhiges Weltportfolio aufbauen will, das weiß ich nicht. Der ETF ist relativ teuer für einen ETF und der ist eben für Privatanleger sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Transparenz und Einfachheit sieht anders aus.